Servus. Ich komme aus einem kleinen Dorf in Nordbayern und da bin ich aufgewachsen. Das Dorf liegt gleich an der tschechischen Grenze. Jetzt wohne ich aber in einer Stadt, die wo es davor ein wenig weg ist, weil ich studiere. Und da, wo ich aufgewachsen bin, da in dem Dorf, da gibt es keine Universität. Am Wochenende fahre ich oft heim und es ist schön, wenn ich alle wieder sehe. Im Winter, wenn der Schnee draußen liegt, fahre ich oft mit den Skiern durch den Wald. Aber in den letzten Jahren hat es nicht mehr so viel Schnee gehabt. Und da hat es nicht so viel Schneebruch bei den Bäumen gegeben. Und die Schneerampfte an der Straße, die waren auch nicht so hoch gewesen. Wenn ich am Wochenende daheim bin, treffe ich mich oft mit einer Freundin. Und die hat er einmal einen Hamper gehabt. Der ist so alt gewesen, dass man nicht mehr drauf reiten konnte. Und wir haben immer Ass gefeiert. Und wenn wir dann am Stall zurück waren, haben wir uns Eiche gesetzt und haben da einen Tee getrunken und einen Kuchen gegessen. Und es war vor allem schön gewesen, wenn es halt draußen schon ziemlich dunkel gewesen ist und auch kalt. So im Spätherbst oder so. Und später einmal, wenn ich wieder da in der Kirche lebe, was mir halt hier schon gefällt. Und ich würde am liebsten auf einem Hof wohnen mit vielen Fächern. Und ich hätte gern Schaufel und Pfarr und auch eine Katze und auch einen Hund. Meine Mutter sagt immer, ich soll mir keinen Hundskribbel anschaffen, aber ich will trotzdem einen Hund haben, weil es mir halt gefällt und weil ich alle Viecher mag. Und das, was ich jetzt geredet habe, das war ein Beispiel für einen bayerischen Dialekt. Also halt für das Sechsämterland. Aber im Süden von Bayern reden sie wieder ganz anders. Ja, und danke schön, dass ihr mir zugehört habt.